Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem letzten Video, also Halloween-Video für dieses Jahr. Denn ich habe ja bis jetzt zwei Videos hochgeladen, was zu Halloween passt. Und dann noch dieses Jahr, das ist das letzte für dieses Jahr, denn nächstes Jahr geht es dann weiter mit Halloween natürlich. Ich habe natürlich Pennywise sozusagen ein bisschen nachgeschminkt, wenn ich das so sagen kann. Ja, ich hoffe, euch wird das Video hier gefallen und gebt natürlich gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr natürlich weitere Halloween-Make-up-Looks sehen wollt in Zukunft. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im Video drin. So, wie ihr seht, habe ich dann auch schon längst meine Foundation drauf, also auch Kontur, Highlight und so alles schon drauf, denn ich habe ja gerade gearbeitet an dem Tag, also wollte ich mich jetzt nicht ganz komplett ausschminken, aber es ist halt eben so meine ganze Foundation-Routine und da ich ja Pennywise, dass ich ja gleich schminken werde, also nichts Weißes da habe, um das so exakt zu schminken, also mache ich halt so eine Glam-Variante, denn ich habe auch schon gesehen, dass viele so gemacht haben und ich finde es ganz cool. Und ja, ich fange ja dann mit den Augen an. Pennywise ist ja so richtig dunkel an den Augen, also versuche ich es so ein bisschen zu imitieren, aber ich mache es so auf meine Weise, auf der Glam Art. Ich benutze dann, das ist eigentlich so eine Palette, was ich eigentlich in einem First Impressions zeigen will, aber muss ich gar nicht mehr, denn ich habe sie schon benutzt. Und ja, die ist richtig, richtig schön. Das ist die Beautiful Palette von Essence und da benutze ich halt eben das Schwarze hier, das ist Midnight. Ein richtig schöner schwarze Lidschatten. Also auch mein Lid habe ich ja gesettet und so alles. Ich habe ja davor, ich war ja davor auch an den Augen geschminkt. Also habe ich nur das abgeschminkt und mache jetzt das hier. Ja, ich gebe es mir einfach so in die Crease und ich glaube, ich mache dann auch eine Cut Crease, damit es so ein bisschen eben glammäßig aussieht. Entweder eine Half-Cut Crease oder eine komplette Cut Crease. Ich schaue noch. Ich tue dann jetzt auch noch ein bisschen Rot hier so mit einblenden. Dazu benutze ich die Mascara Palette und nehme die Farbe Vino. Und platziere es einfach hier so rein. Man sieht es zwar gerade nicht so, aber vielleicht hätte ich das auch davor machen sollen. Ich mache dann einfach nur eine Half-Cut-Crease. So, dann sieht es erstmal so aus, dann mache ich mal schnell die Cut Crease.
So, die Cut Crease ist dann schon gezogen. Dann verblende ich halt das hier halt nur kurz. Damit es hier nicht so das harte, die harte Kante gibt. Für das Lid benutze ich einfach das Lidschatten Break On oder wie man das auch ausspricht und nehme einfach mal so ein bisschen erstmal mit dem Finger und tue es da drauf. Tappen. Dann nehme ich nur kurz so diesen Pinsel hier und gehe auch da in das Lidschatten rein und setze es halt bis so zu der Kante rein, damit man eben die Cut Crease sieht. Ich verliebe mich immer weiter in diese Cut Crease Looks. Sie sind so geil. So schön. Und das hier könnte auch einfach so mein Abendlook sein. Also dieser Augen-Make-up-Look. Dann gebe ich auch schon mal so ein bisschen hier rein. Also ins innere Augenwinkel. Dann verblende ich es wieder kurz. Dann mache ich eben noch geschwind den unteren Augenbrettparty, also unterm Wimperkranz, gehe halt einfach mit diesem schrägen Pinsel von Nuvia, Lidschattenpinsel von Nuvia, und setze es einfach so ein bisschen rein und verdunkle es. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn es so aussieht, denn naja, es soll ja sozusagen ein Clowns-Look sein. Dann gehe ich wieder mit Vino, aber mit diesem Essence-Pinsel dann da rein und verblende das dann. So, die Augen sind schon mal fertig, aber ich mache jetzt einfach mal schnell den Eyeliner außerhalb, dann mache ich den Rest weiter. So, die Wimpern sind dann schon mal dran.
ich habe die auch welche dran geklebt und halt auch im, also Eyeliner, Wimpern, sind schon mal fertig. Dann würde ich mal sagen, mache ich mal die Nase von Pennywise. Mal sehen, ob ich es ganz gut hinbekomme, aber da ich ja eben keine rote Farbe habe, benutze ich einfach einen Liquid Lipstick. Denn es soll ja halten, ne? Und dann einfach so einen Eyeliner-Pinsel, damit ich es präzise aufmalen kann auf der Nase. Ne? Die ist ja nicht so rund wie bei normalen Clowns. Schon mal die Nase von Pennywise. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es genauso aussieht, aber naja, ah ja, ich habe hier dafür den Liquid Lipstick von Sleek benutzt, der in Old Hollywood, das ist eine richtig, richtig schöne Farbe. Ja, und damit mache ich dann auch natürlich schon mal die Lippen. Damit sind dann auch eben schon mal die Lippen gemacht worden. Ich würde dann auch damit diese Dinger machen, was er ja hat. Aber das dafür benutze ich ja wieder erstmal den Pinsel hier. Male das so ein bisschen auf. Ab der Lippe hier mache ich ja diesen Bogen da bis zum Auge, dann da so ein bisschen wieder. So, dieses Set ist dann schon mal fertig. Sieht richtig, richtig cool aus, finde ich, für meine Verhältnisse. Ich mache dann eben noch schnell diese Seite, dann komme ich gleich wieder. So, so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Klar sieht es so bei echten Pennywise natürlich nicht so aus, aber das hat mich so ein bisschen von, weißt du nochmal, James Charles inspiriert, da er auch so was Ähnliches gemacht hat, aber letztes Jahr. Und ja, ich finde, es ist richtig, richtig cool rausgekommen. Ich habe halt irgendwelche Alternativen gesucht, damit ich das nachschminken kann.
Und ja, ist irgendwie ganz cool geworden. Ne? Vielleicht zwar nicht so exakt, aber naja, für Halloween muss es das nicht, ne? Und ja, das ist dann das fertige Ergebnis. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mich auch natürlich gerne abonnieren für weitere Videos von mir, egal ob für jetzt noch oder irgendwann für die Zukunft. Ja, ich hoffe, die Reihe so an Halloween-Videos hat euch natürlich gefallen. Gebt mir natürlich einen gern nach oben da, kommentiert. Wie gesagt, abonniert mich gerne. Ihr könnt auch gerne beim Abonnieren-Button daneben die Glocke aktivieren. Dann könnt ihr auch keine Videos mehr von mir verpassen. Und ja, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!